Einer der Beweise, warum die Detektiv-Conan-Kinofilme so unfassbar gut sind. Film 24 ist Scarlet Bullet, Mary trifft Subaru. Warum, weshalb, wieso das so geil ist, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Komm aber Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir befinden uns im aktuellsten Detective Conan Kinofilm 24, The Scarlet Bullet und am Ende des Films. Es ist also schon einiges passiert. Subaru und Mary haben sich nicht nur einmal getroffen, sie haben auch schon gegeneinander gekämpft und es schien vorbei zu sein. Aber dann wollte Subaru einfach nochmal in sein Auto einsteigen. Will sich gerade so anschnallen, auf einmal hält ihm jemand eine Waffe an den Kopf vom Rücksitz. Und allmählich erkennen wir dann, wer da sitzt. Komplett in Schwarz gekleidet und nein, hierbei handelt es sich nicht um ein Mitglied der Schwarzen Organisation, sondern um Mary Sera, MI6-Agentin, auch die Mutter von Shuichi Akai. Das heißt, sie hält eigentlich ihrem eigenen Sohn gerade eine Waffe an den Kopf. Aber sie weiß halt noch nicht, dass es sich bei Subaru und Kia um Shuichi Akai handelt. Und dann erzählt sie ihm sowas nach dem Motto, pass mal auf, du Kind, du FBI-Kind, du hast eine sehr, sehr wichtige Person unseres Landes in Gefahr gebracht, aber dieses eine Mal werde ich dich davonkommen lassen, wenn die Sachen nicht noch schlimmer wären. Aber glaube mir, es wird kein nächstes Mal geben. Ja, dann sehen wir auf jeden Fall noch diese finstere Gesichtsmimik, ja, von Mary. Wir sehen also nicht nur, dass sie die liebevolle Mutter ist, sondern auf der anderen Seite auch noch eine knallharte MI6-Agentin. Sehr, sehr geil, ja. Subaru dreht sich dann um. Hat sie aber nicht mehr gesehen und dann ist sie ganz schnell geflüchtet. Tür wurde aufgemacht und dann fängt Subaru an zu lachen. Ja, er lacht wirklich darüber, dass seine Mutter ihm eine Pistole an den Kopf gehalten hat. Und dann sehen wir noch die Silhouette von Shuichi Akai und denkt sich so, hä, ich soll ein Kind sein? Extrem episch und lustig, Leute. Und das ist so einer der Momente für mich, mit dem ich euch am besten beschreiben kann, warum diese Detective Conan Kinofilme so unfassbar geil sind, so, ja. Film ist eigentlich schon vorbei, du willst so aus dem Saal gehen und auf einmal kommt so eine Szene. Also wirklich, Leute, ich sag's euch so, wie es ist, Digga, das ist so exorbitant krass. Eigentlich ist nicht viel passiert, aber es ist trotzdem so viel passiert und das ist für mich auch so diese Magie von Detective Conan und bis dato ist noch kein Anime an diese Art von Magie rangekommen. Nicht, dass andere Anime schlechter sind oder sowas, nein, aber dieses Feeling, was ich bei solchen Szenen in Detective Conan habe, habe ich auch nur in Detective Conan. Ich hoffe, diese Szene hat euch gefallen, dieses Video. Schreibt mir mal in den Kommentarbereich, wart ihr im Kino damals? Ich war im Kino. Wie hat euch der Film gefallen? Vielleicht so ein kleines Ranking. Wo würdet ihr ihn einordnen? Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.